Moin Moin und willkommen zu einer kurzen Folge von Rouge83 hier auf Griefer Games. Und zwar wollte ich euch schnell was zeigen. Entschuldigt bitte die Hintergrundgeräusche, gerade regnet es heftigst auf mein Dachfenster, was mich ehrlich gesagt sehr freut, nach vielen, vielen Tagen der extremen Hitze endlich wieder etwas Abkühlung. Aber das ist nicht, worum es gehen soll, denn ich habe gestern plötzlich während des Spielens, und wer bei mir im Livestream war, der hat es auch mitbekommen, als ich darüber gesprochen habe, mitten im Spielen hatte ich plötzlich Hunger und das konnte irgendwie nicht sein, weil ich einen No-Hunger-Perk habe und beim Springen habe ich mir wehgetan, obwohl ich einen No-Fall-Perk habe und ich dachte mir, was ist jetzt los? Hab mal /Perk eingegeben, um zu sehen, ob meine Perks deaktiviert sind und siehe da, das ganze Perk-Menü hat sich geändert. Hier seht ihr, mein No-Hunger ist wieder aktiviert und mein Kein-Fallschaden ist wieder aktiviert. Hier die Klassiker Mute-App und Slow-Chat-Befehl und Start-Kick und Clear-Chat, die hatte ich sowieso nicht. Ja, die habe ich mir nie gekauft. Für mich sind die beiden äußeren hier die kriegsentscheidenden Perks. Also wenn man sich Perks kauft, wenn man weniger Geld hat, erstmal auf jeden Fall den Kein-Hunger-Perk, unfassbar wertvoll. Und der Kein-Fallschaden-Perk, ich möchte ihn nie wieder vermissen. Nie wieder. Also diese beiden in Kombination, absoluter Hammer. Alles andere feiere ich gar nicht so. Ja, Clear-Chat brauche ich überhaupt nicht, Start-Kick. Ganz ehrlich, $750.000 ausgeben dafür, dass ich jemanden 5 Minuten ausschließen kann und dann kommt er zurück? Ne, echt nicht. Slow-Chat, ja, Mute-Tab, ja, weiß ich nicht. Hier sind aber interessante neue dazugekommen, zum Beispiel haben wir hier Sprungkraft. Weiß ich noch nicht so genau, ob mir das 250.000 wert wäre, aber interessant. Stärke, ich sag mal, wenn man kein Scammer ist oder auf PvP abfährt, ich brauch's nicht, aber ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere findet das gut. Unterwasseratmung finde ich großartig, wobei ich noch unbedingt herausfinden möchte, bevor ich 250.000 dafür ausgebe, hält die auch nur 8 Minuten nach Aktivieren des Perks oder hat man dauerhaft? Aber da steht, wenn du diesen Perk besitzt, bekommst du keinen Wasserschaden mehr. Also von daher gehe ich davon aus, dass man nie wieder Wasserschaden kriegt. Das könnte interessant sein tatsächlich, gerade wenn ich mir vorstelle, man sucht nach so einem Unterwassertempel oder sowas und ist da am Tauchen, das könnte echt hilfreich sein. Feuerresistenztrank, wenn der wirklich dauerhaft Feuerresistenz einschaltet, ja, ich würde sagen Farmwelt oder Nether, ich komme, ja, Quarzfarm ohne Ende, holt man sich die 500k wieder rein. Und Schnelligkeit, ja, ob man jetzt Jeezys trägt oder 250k, da kann man viele Jeezys verbrauchen, bis man die Schnelligkeit raus hat. Keep Hotbar ist nicht schlecht, wenn man stirbt, dann behält man einfach alles, was hier unten in dieser Inventarleiste liegt, finde ich ziemlich cool. Dann Keep XP. Ja, ob sich das lohnt, dass man beim Todesfall die XP behält. Man kann auch, bevor man Risiko eingeht, /e-all eingeben und bekommt seine XP in Flaschen ausgezahlt. Also von daher, doppelte XP, wenn man wirklich jemand ist, der viel verzaubert, kann das spannend sein. Und Nachtsicht, wenn man es braucht, auch nicht schlecht. Und 250.000 hier für den anderen Perk finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Von daher, schaut es euch an, das neue Perk-Menü. Ihr wisst, /Perk kommt da ran. Und vielleicht ist auch das ein oder andere für euch dabei. Das soll nur ein kurzes Infovideo sein, damit ihr seht, dass es das jetzt gibt. Ich bin rein zufällig drüber gestolpert. In dem Forum waren jetzt mittlerweile auch die News dazu. Da gibt es mit Sicherheit noch ein paar weitere Informationen. Schaut einfach rein. Und heute Abend, 20 Uhr, kommt die neue Folge Frag ein. Diesmal mit einem Echtgeld-Scammer. Von daher, haut rein, schaut euch dieses Video heute Abend an. Das wird echt spannend. Und bis dahin, genießt euren Tag. Nur eine kurze Info. Bis dann, euer Rouge83. Ciao.